In meinem heutigen Video geht's um die Schuhtrends in diesem Herbst und Winter. Auf das heutige Video habe ich mich ganz besonders gefreut, weil ich persönlich mich sehr gerne mit Schuhen beschäftige und euch natürlich hier in diesem Video dann auch die wichtigsten Trends zeigen möchte. Kommen wir mal zu den Biker Boots. Die Biker Boots sind gerade jetzt im Herbst und dann vielleicht auch noch bis in den Winter rein besonders im Trend. Und bei den Biker Boots ist es so, dass sie natürlich ein bisschen robuster gebaut sind. Der Schaft ist in der Regel etwas weiter und locker. Also da hat man auch wieder so eine Slouchy Variante im Trend gewählt und diese Varianten werdet ihr überall finden. Das Schöne ist, diese Boots haben eine flache Sohle, man kann da drin also richtig gut laufen und sie sind oftmals verziert mit Schnallen. Natürlich wirken sie sehr cool, ja, und sehr rockerartig. Es ist so, dass man sie im Jahr 2024 allerdings dann auch kombiniert mit Stufenröcken, mit Kleidern oder auch mit Bermuda-Shorts. Auch Stiefel, also Boots in Bohemian Style, sogenannte Boho-Stiefel, sind in dieser Saison wieder im Trend. Die Boho-Stiefel sind in der Regel aus Wildleder, manchmal haben sie so ein bisschen so einen Western-Style und es sind auch immer wieder Details an den Stiefeln zu sehen, also es gibt unterschiedliche Varianten mit Fransen zum Beispiel oder auch mit Nieten. Kommen wir mal zum Thema Sneaker. Bei den Sneakern sind immer noch die Retro-Modelle im Trend. Das hatte ich, glaube ich, auch schon im Frühjahr erzählt bei meinem Schuhvideo. Und das zieht sich jetzt auch in den Winter rein. Es gibt noch eine Besonderheit, wenn ihr zu Sneakern greift und welche im Kleiderschrank habt oder euch neue kaufen wollt, dann greift zu einem beigen Modell, weil die Farbe beige ist bei den Sneakern jetzt besonders angesagt. Ihr selbst könnt natürlich dann auch entscheiden, wollt ihr eher so in diese sportliche Richtung gehen bei den Sneakern oder eher so in diese Retro-Richtung gehen. Beides ist möglich, beides kann man stylen. Ihr wisst, in diesem Jahr sind eher so die etwas weiteren Flared-Hosen in und darauf kann man die auch wunderbar kombinieren. Was die Prints angeht, dürfen die Animal Prints bei den Schuhen natürlich auch nicht fehlen in dieser Saison. Ich habe ja schon in meinem Modevideo erzählt zum Herbst und Winter, dass gerade Leopardenprints besonders in sind. Und ja, das überträgt sich auch auf die Schuhe. Und Leute, ich habe mir tatsächlich Leopardenprint-Stiefeletten geholt und ich habe sie heute auch an. Ich versuche mich jetzt mal ein bisschen zu verrenken, damit ihr die seht. Und dann kann ich direkt mal testen, ob so das ganze Stretching, was ich so mache in meiner Freizeit, sich auch gelohnt hat. Gucken wir mal, ob ich das Bein hochkriege. Ja, es hat geklappt und ich denke, ihr seht sie, ne? Das sind so typische Stiefeletten, die jetzt auch in sind. Die haben ein Pointed Toe, das heißt eine Spitze hier. Und ich habe sogar gewagt, mal welche zu nehmen, die einen Absatz haben, und zwar einen Pfennigabsatz. Ja, so. Ich mache das jetzt einfach mal. Aber ganz ehrlich, ich kann natürlich nicht lang darin laufen und ihr wisst, dass ich selbst auch flache Schuhe bevorzuge. Aber dieses Mal habe ich doch mal dazu gegriffen und ich hoffe, ich komme damit zurecht. Neben dem Leopardenprint sind auch andere Animal-Muster im Trend, wie zum Beispiel Zebra-Prints oder auch, jetzt muss ich mal überlegen, ja, Schlangen-Prints sind in und auch Krokodilprägungen. Und wo ich jetzt schon vorhin erwähnt habe, dass die Stiefeletten auch oftmals in so einer Spitzenform in den Läden zu kaufen sind, mache ich direkt mal weiter mit den Pointy Pumps. Pointy Pumps bedeutet spitz zulaufende Pumps. Pumps sind ja eigentlich ein Standard, die gibt's ja immer, ne, in verschiedenen Höhen, mit verschiedenen Absätzen, Blockabsatz oder auch so ein Pfennigabsatz. Und jetzt im Herbst und Winter sieht man viele Modelle auch mit Blockabsatz und mit dieser Spitze.
Ich würde mal sagen, solche Schuhe eignen sich mehr für den Herbst als für den Winter. Da bevorzuge ich die robusteren Modelle, in denen man einfach noch mal ein bisschen besser laufen kann und die auch die Füße warm halten. Aber für den Herbst sind Pointy Pumps eine wirklich schöne Sache. Bei den Pointy Pumps findet man auch für den Herbst immer noch solche Slingback-Modelle, also Varianten, die einfach hinten geöffnet sind und dort ein Riemchen haben. Ja, also ich finde das ein bisschen kühl, aber wenn es noch mild ist, dann kann man das durchaus auch tragen. Und es gibt gute Nachrichten für diejenigen von euch, die sagen, ach, ich will keinen Absatz tragen oder keinen hohen Absatz. Die Mary Janes sind immer noch in, also in Ballerina-Form oder in wirklich ganz flacher Pumps-Form. Wenn ihr besonders trendbewusst seid, dann wählt ihr auch hier wieder eine Variante, die so spitz zuläuft. Bei flachen Modellen finde ich das auch recht angenehm, weil da rutscht ja der Fuß nicht nach vorne rein. Und ihr könnt Ausschau halten nach Lackmodellen in Schwarz, in Rot oder auch in Cremefarben. Die haben natürlich dann alle so ein Riemchen, ist ja auch ein Vorteil, dadurch habt ihr ein bisschen Halt. Und wenn ihr ein bisschen Absatz mögt, dann nehmt ihr eben so einen 3 cm Absatz. Dadurch haben die auch noch mal eine etwas andere Wirkung. Jetzt kommen wir noch mal zu Schuhmodellen, die will ich euch nicht vorenthalten, weil sie im Trend sind, aber mir persönlich gefallen die überhaupt nicht und das ist zum Beispiel so ein Trend, den ich auf jeden Fall an mir vorbeilaufen lassen werde. Und zwar sind das solche dicken, klobigen Sohlen. Das sind jetzt nicht reine Plateausohlen, sondern damit meine ich auch solche Modelle, die so im C-Bereich so besonders ausladend und robust sind. Ich finde die nicht so schön. Also ich habe immer den Eindruck, man hat dann so richtige Klumpen an den Füßen. Aber auch sowas werdet ihr jetzt in dieser Saison sehen. Und diejenigen von euch, die sagen, ich will mir aber überhaupt keine neuen Schuhe kaufen. Ich möchte mit dem, was ich bereits in meinem Schuhschrank habe, auskommen. Die können sich so ein bisschen nach Farben orientieren. Ihr könnt ja auch mit Farben spielen. Und da kann ich euch in jedem Fall empfehlen, tragt eure roten Schuhe. Weil Rot ist ja ein absoluter Trend in diesem Jahr. Und das kann ein intensives Rot sein. Oder vielleicht habt ihr ja Glück und ihr habt so ein Burgunderrot, also so ein Bordeauxrot. Solche Farbtöne bei euch im Schuhschrank, dann holt diese Schuhe raus, weil dieses Bordeauxrot ist absolut im Trend und das zieht sich auch durch alle Schuhmodelle hindurch. Es gibt ja auch weiterhin die Loafer, die im Trend sind, also naja, die habe ich jetzt nicht besonders erwähnt, weil es die schon seit Jahren gibt. Also es gibt Loafer eben in Burgunderrot, es gibt die Pumps in der Farbe, es gibt aber natürlich auch Stiefel in der Farbe. Ne? Da gibt es alles Mögliche. Von daher könnt ihr so ein bisschen auf Farben setzen. Für den Winter sind natürlich auch wieder Stiefelmodelle im Trend und da haben wir weiterhin eher diese hohen Stiefel, die bis zu den Knien gehen, die man dann gut auch auf Röcke kombinieren kann und in diesem Winter auch auf Bermuda-Shorts, die eben ein bisschen dicker sind vom Material und die eben für den Herbst und Winter geeignet sind. So, ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick geben über die Schuhtrends in dieser Saison und verzeiht mir, wenn ich vielleicht das ein oder andere Schuhmodell nicht genannt habe. Ich habe natürlich eine Auswahl getroffen und es kann natürlich sein, dass der ein oder andere Designer nochmal eine besondere Schuhart jetzt in dieser Saison rausbringt. Ich glaube aber, dass die Modelle und die so Kennzeichen, die ich euch jetzt so ein bisschen vermittelt habe bei den Schuhen, schon die wichtigsten Trends sind in diesem Herbst und Winter. Ihr könnt mir ja mal schreiben, welche Schuhmodelle oder auch welche Farben ihr jetzt besonders bevorzugen werdet und schreibt das gerne in die Kommentare. Mich würde auch interessieren, ob ihr euch traut, diese Biker-Boots zu tragen, die so eher in diesem Slouchy-Style sind, also wo dann der Schaft so richtig groß und locker ist. Also da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher, ob ich das schön finde. Ich glaube, ich bleibe da eher bei meinen Schnürstiefeln. Aber ich bin mal gespannt, wie ihr das seht.
So, ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns bald wieder hier auf diesem Kanal und dann natürlich mit einem neuen Modevideo. Tschüss!